Gut, danke. Ja, ich möchte versuchen, in der Kürze der Zeit ein bisschen Schmerztherapie zu bringen, ein paar wesentliche Punkte vielleicht herausnehmen, ein paar allgemeine Folien bringen, dann über den Begriff Total Pain sprechen, das Thema Durchbruchsschmerzen behandeln und wenn die Zeit es noch erlaubt, vielleicht auch kurz auf die Schmerzpumpe eingehen. Schmerz ist ein großes Thema bei Tumorpatienten. Eine etwa rezente Umfrage in 11 europäischen Ländern hat gezeigt, dass doch 73% der Patienten, das waren nicht nur palliative Situationen, das waren kreuz und quer Tumorpatienten, 73% hatten tumorassoziierte Schmerzen und mehr als die Hälfte doch moderat bis starke Schmerzen. Man hat dann einzelne Interviews geführt, 50 Patienten aus jedem Land ausgewählt. Und da gab es dann zwei Aussagen, die doch, denke ich, auch ein Gewicht haben. Einerseits, dass 2/3 der Patienten Durchbruchsschmerzen haben, etwas, was sehr unangenehm und für Patienten belastend ist. Und eine Tatsache, die etwas bedenklich stimmt, dass zumindest die Hälfte der Patienten glaubt, dass die Lebensqualität und damit auch das Symptommanagement im Gesamtkonzept ihrer behandelten Healthcare Professionals keine Priorität hat. Und da ist es doch vielleicht wichtig, auch immer wieder auf den Schmerz zurückzugehen und sich auch mit dem Schmerz zu beschäftigen. Und ich möchte Ihnen auch das mit einer Patientengeschichte verdeutlichen. Eine junge Frau mit einem metastasierten Zervixkarzinom, ausgedehnte Tumorformationen im Bereich des kleinen Beckens. Und sie kam mit einer Schmerztherapie, die man sich einmal so ein bisschen, die man ein bisschen begutachten muss. Eine Schmerzpumpe mit einer Hydralmedikation von 3 Milligramm pro Stunde. Die normale Ampulle Hydal hat 2 Milligramm, also eine hohe Dosis, ein Bolus alle 10 Minuten. Dazu noch hochdosiert orales Hydal, Dipitolor-Spritzen, alles, was so als Co-Analgetiker auch möglich ist. Wenn man so eine Situation sieht, die Patientin wurde auf die Palliativstation transferiert, dann empfiehlt es sich vielleicht einmal zu überlegen, wie viel Morphium ist das überhaupt, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, welche Dosen diese Patientin eigentlich schluckt. Und das sind 800 bis 900 Milligramm Morphium intravenös in 24 Stunden. Wenn man das mit dem Faktor 3 auf die orale Medikation umrechnet, dann kommen wir auf 2400 Milligramm Morphium. Also eine extreme Dosis. Man kann jetzt fragen, was spiegelt diese Schmerztherapie jetzt einmal, ohne dass wir viel wissen, wieder? Und da kann man sicherlich einmal sagen, das ist wahrscheinlich eine gewisse Verzweiflung der Behandler, weil man gibt einfach dazu, man kombiniert Opiate, man steigert das, was vielleicht begonnen wurde. Und irgendwo scheint dieser Schmerz nicht wirklich gut auf Opioide anzusprechen. Und das ist auch immer wieder ein wichtiges Signal, dass wir beim Steigern der Opiate auch immer wieder daran denken, was kann es für Ursachen geben, warum eine Schmerztherapie eigentlich nicht so wirkt, wie wir es normal kennen und auch erwarten. Wenn wir die Patientin dann anschauen und die Geschichte ein bisschen sehen, diese junge Frau in der Mitte ist die Patientin hier von ihrer Schwester begleitet und die Tochter. So war es ein sehr komplexes Familiensystem. Die Patientin war slowakische Migrantin. Die Tochter war aus einer ersten Beziehung. Mit diesem Mann war sie nicht mehr beisammen. Sie hat jetzt ihren jetzigen Lebenspartner während der Krankheit geheiratet, wenige Tage bevor sie auf die Palliativstation kam. Es gab einen Sorgerechtsstreit um das Kind. Die Mutter wollte unbedingt, dass ihr jetziger Mann das Sorgerecht übernehmen kann, was natürlich nicht möglich war. Und wie wir dann kurz vor dem Lebensende erfahren haben, hat die Patientin die damals kurative Therapie gemeinsam mit ihrem jetzigen Mann abgelehnt, weil sie eigentlich noch einen Kinderwunsch hatte. Und dann, als die Krankheit metastasiert war und eine Heilung nicht mehr möglich war, wurde dann alles unternommen, ein gewisser Aktionismus, alles versucht, um hier vielleicht doch das Überleben zu ermöglichen. Also sehr, sehr viele Kofaktoren, die hier mitgewirkt haben. Und diese Patientin war bis zum Lebensende nicht mit Schmerz einzustellen, von dem Schmerz einzustellen. Auch eine intrathekale Schmerztherapie hat hier keinen wesentlichen Durchbruch gebracht. Und wir bezeichnen das eigentlich als Total Pain, dieser Gesamtschmerz. Den Begriff hat die Cicely Saunders geprägt. Und da haben wir dazu gehört, dass nicht nur das physische Leiden eine Rolle spielt, sondern auch das kulturelle Leiden, das spirituelle Leiden und das psychosoziale Leiden. Man kann sich das mit diesem Merksatz vielleicht auch verinnerlichen. Es lebt und leidet immer der gesamte Mensch. Und immer dann, wenn unsere Schmerzmittel nicht diesen Erfolg haben, den wir erwarten,
muss man vielleicht auch daran denken, gibt es hier Faktoren auf anderen Ebenen, die hier eine wesentliche Rolle spielen und wo natürlich die Opiate nicht diese Wirkung haben können. Man kann es auch sagen, es ist vielleicht der Schmerz, den man nicht sieht. Wir sind gewohnt, sehr auf die optischen Einflüsse zu gehen, exulzerierte Wunden hier bei der Mammakarzinompatientin, multiple Ausgänge mit Entzündungen, Stomata, ähnliche Dinge oder in der Bildgebung Metastasen, die wir sehen, die aufs Rückenmark drücken. Es gibt auch Situationen wie hier, etwas Seltenes, ein thorakales Aortenaneurysma, das ja durch das Sternum, durch die ständige Pulsation zu einer Nekrose geführt hat und man unter der Haut oder bei dieser offenen Stelle die Aorta pulsieren gesehen hat. Da hat man das Gefühl, das muss Schmerzen machen. Diese Patientin hatte gar keine Schmerzen. Also wir sind sehr fokussiert auf die Bildgebung und glauben, es kann nur dort, wo wir etwas sehen, Schmerzen geben. Und ein Reflex, den ich immer wieder beobachte, ist, Tumorschmerz heißt gleich Morphium. Beim Tumorschmerz sind wir sehr schnell mit dem Morphium, wir steigern das Morphium und vielleicht vernachlässigen wir manchmal die anderen Faktoren, die auch eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, neben dem, was wir natürlich machen, neben den Medikamenten, neben der Bestrahlung, Operation, der Chemotherapie, die auch eine sehr gute, oder der Tumortherapie, die eine sehr gute Symptomkontrolle auch darstellt, gibt es auch immer wieder ein Zurück, ein Reevaluieren der Situation, immer wieder Gespräche, sich Zeit nehmen, versuchen auch ein bisschen den Mensch mit seinen Ängsten und Sorgen abzuholen. Wir werden in so komplexen Situationen nicht alleine diese Schmerzen einstellen können. Wir brauchen das interdisziplinäre Sozialarbeit, Psychotherapie, Seelsorge, Musiktherapie, was es alles gibt. Und oft, und das war auch bei dieser Patientin so, ist das, was wir tun können, vielleicht das Vermitteln von Sicherheit, von Geborgenheit, einfach auch manche Situationen aushalten und da sein und vielleicht auch versuchen, Hoffnung zu geben und den Erhalt der Würde als wichtige Kerngebiete der Palliativbetreuung. Wir sind vielleicht manchmal zu optimistisch, dass wir den Schmerz in den Griff kriegen können, aber für Patienten bedeutet es schon auch sehr viel, wenn sie sich sicher und geborgen fühlen. Damit möchte ich zum nächsten Thema kommen, das sind die Durchbruchsschmerzen. Durchbruchsschmerzen werden definiert als vorübergehende Schmerzspitzen, die trotz ausreichend behandelten und stabilen Schmerzgeschehen auftreten. Das können Koanalgetika sein, das können Opiate sein, das können normale Stufe 1 Medikamente sein. Und dann hat der Patient plötzlich Schmerzspitzen. Und wir müssen das unterscheiden von einer zu niedrigen Dosis, einer Dauermedikation und vor allem auch von einem frühzeitigen Wirkungsende, also einem End-of-Dose-Phänomen, wenn zum Beispiel ein Fentanylpflaster am dritten Tag nicht mehr so wirkt und der Patient dann immer Schmerzdurchbrüche bekommt, dann sind das keine Schmerzdurchbrüche, dann ist es einfach ein Nachlassen der Wirkung und wir müssen das Schmerzpflaster vielleicht nicht alle 72, sondern alle 48 Stunden in diesem Fall kleben. Der Durchbruchschmerz hat gewisse Charakteristika, er ist relativ stark, mittel- bis starke Intensität. Diese Durchbruchschmerzen treten oft mehrmals auf, durchschnittlich viermal am Tag und sie haben eine relativ kurze Dauer von 30 bis 60 Minuten. Und da ist schon das Problem auch begründet, die meisten schnell wirksamen Schmerzmittel wirken erst nach 30 Minuten. Das heißt, wenn diese Bedarfsmedikation zu wirken anfängt, ist die Schmerzspitze oder das wesentliche Teil der Schmerzspitze schon wieder vorbei. Man kann auch unterscheiden, Durchbruchschmerzen mit und ohne Auslöser. Auslöser können zum Beispiel immer Bewegung sein, Mobilisierung. Ein Auslöser kann aber auch sein, zum Beispiel Pflegehandlungen, eine Verbandswechsel oder ähnliche Dinge. Wenn wir einen Auslöser haben, dann können wir vorbeugend etwas geben, eine halbe Stunde vor der Mobilisierung, eine halbe Stunde vor der Intervention. Diese klassischen schnell wirksamen Opiatpräparate wie Vendalsaft, Emorabit oder Hydal. Wenn kein Auslöser vorliegt, dann werden diese Ultra-Rapid-Onset-Opioids, diese mukosalen Fentanylpräparate empfohlen. Von denen gibt es inzwischen eine Reihe. Das erste war dieser Actiglucher, der heute eigentlich kaum mehr verwendet wird. Im Moment wird bei uns sehr viel dieses Efentora oder Velofent verwendet, das sehr rasch anflutet und dem Patienten eigentlich nach 8-9 Minuten bereits eine beginnende Wirkung zeigt. Und damit doch hilft, einen Großteil dieser Schmerzspitze abzufangen. Wichtig ist, das haben Sie vielleicht auch schon erlebt, die Patienten, wenn sie diese
diese mukosalen Fentanylpräparate schlucken, die sind ganz begeistert, die haben ein gewisses Verlangen danach und es herrscht doch ein deutliches Suchtpotenzial vor. Und selbst bei Tumorpatienten sehen wir manchmal, dass dann sehr schnell mehr und mehr verlangt wird von diesem Efentora. Und wichtig ist, es ist nicht für den chronischen Schmerz und nicht für den Nicht-Tumorschmerz zugelassen. Ein Nebensatz noch ein wichtiger, es sollte kein Patient ein Spital oder eine Ambulanz verlassen oder ein Tumorschmerzpatient ohne eine Bedarfsmedikation. Das müssen nicht immer hochpotente Opioide sein, das kann auch ein Novalgin, ein Mexalen oder auch ein NSAR-Präparat sein. Aber er sollte etwas haben, wo er bei auftretenden Schmerzen selber reagieren kann und nicht gleich den Hausarzt oder den Notarzt aufsuchen muss. Sehr oft haben wir ein gewisses Dilemma mit den Opiaten. Wir merken, der Patient hat Schmerzen und gleichzeitig zeigt er schon Zeichen der Überdosierung. Er hat Muskelzuckungen, ihm ist übel, er ist benommen und somnolent und die Schmerzen sind immer noch da. Dann stellt sich oft die Frage, was können wir in solchen Situationen tun? Das sind Herausforderungen. Wir können überlegen, ob wir vielleicht die Zugangsroute wechseln, zum Beispiel wenn er Tabletten geschluckt hat, mal ein Pflaster zu geben oder auf eine subkutane Route umzustellen. Wir können versuchen, das Opiat zu wechseln, damit wieder eine bessere Wirksamkeit auftritt. Wir können schauen, ob wir Koanalgetika dazugeben oder auf eine invasive Schmerztherapie umstellen. Natürlich müssen wir auch, wie dem Fall am Anfang gezeigt, immer wieder die Schmerzdiagnose auch hinterfragen, ob das wirklich ein Schmerz ist, der auf Opioide anspricht. Ein paar Worte noch zur Schmerzpumpe. Sie sehen hier dieses Kästchen, also das sind nicht diese implantierten Schmerzpumpen, die die Neurochirurgen legen, die rückenmarksnahe ihre Medikation abgeben, sondern sind so umgehängte Pumpen, die meist über eine Subkutannadel mit dem Patienten verbunden sind. Man kann sie auch über den Port geben. Der Vorteil der Subkutannadel ist, dass das auch durch die Hauskrankenpflege gewechselt werden kann und nicht den Hausarzt immer braucht. Indikationen sind schwer einstellbare Schmerzzustände oder sehr massive Nebenwirkungen unter einer Opiattherapie. Immer wieder auch, wenn ich eine Opiatrotation durchführen möchte, ist das mit einer Pumpe relativ elegant möglich. Und der große Vorteil ist, ich kann mehrere Medikamente kombinieren. Ich kann zum Beispiel Ketamin hineingeben, ich kann Anxiolytika in die Pumpe hineingeben, ich kann auch etwas Antiemetisches hinzufügen. Das heißt, man kann hier auch so eine Art Medikamentencocktail in die Pumpe geben. Eine Indikation für mich stationär ist manchmal auch Patienten, die einen sehr hohen Leidensdruck haben, wo ich sehr schnell eine Schmerzerleichterung erzielen möchte. Auch da ist im stationären Bereich einmal vielleicht eine passagiere Schmerzpumpe ganz hilfreich. Es braucht eine gewisse Logistik. Diese Pumpen müssen gefüllt werden. Sie sollten eine gewisse Zeit halten, damit die Patienten nicht alle 3 Tage irgendwo hin müssen, das Reservoir wechseln. Ganz wichtig ist, es sollte beschriftet sein, damit jeder, der die Pumpe mit der Pumpe zu tun hat, auch weiß, was in der Pumpe drinnen ist. Die Dosierung sollte auch im Arztbuch nachvollziehbar sein. Und wichtig ist, wer betreut diese Pumpe im niedergelassenen Bereich weiter? Die meisten Hausärzte, Hausärztinnen sind dazu bereit. Sie bekommen dann eine Schulung über das mobile Palliativteam und können dann diese Pumpen übernehmen. Und es braucht ein gewisses Notfallmanagement, wo die Patienten und Patientinnen auch wissen, wo können sie sich hinwenden. Weil es gibt kaum etwas, was es nicht gibt mit diesen Pumpen. Wir sehen immer wieder, dass die Programmierung der Pumpe nicht mit dem übereinstimmt oder der Arztbrief nicht übereinstimmt mit dem, was auf der Pumpe draufsteht. Die Pumpen haben Alarmfunktionen, die nervig sein können. Manchmal werden Milligramm mit Millilitern verwechselt. Das ist etwas, was schwierig sein kann. Die Nadeln können sich lösen. Das Schlauchsystem kann falsch angeschlossen sein. Da gibt es Druckalarm. Es gibt auch technische Defekte, dass die Pumpe wirklich auch kaputt ist, dass sie ausgetauscht werden muss. Es kann sein, dass die Konzentration verdoppelt wird und die Programmierung hier falsch läuft. Gerade heute Nacht auch wieder eine Patientin, die angerufen hat, sie hat irrtümlich den Schlauch durchschnitten. Dann kann die Pumpe kein Medikament mehr abgeben. Es kann dann sehr schnell zu Schmerzen kommen. Es gibt Probleme auf Patientenseite. Manche Patienten drücken akribisch jeden Bolus, den sie können. Und etwas ganz Banales, manchmal fehlt der Schlüssel vor Ort und man kann nicht das Reservoir wechseln, weil der Schlüssel vielleicht abhanden gekommen ist. Also das soll Ihnen nur plakativ zeigen, dass es hier durchaus viele Bereiche gibt, wo Pumpen Probleme machen. Ganz zum Schluss noch 2 oder 3 Folien, die zeigen, es gibt Herausforderungen im niedergelassenen Bereich. Ein alter Mann mit einem Plattenepithelkarzinom an der Kopfhaut. Er
war zufrieden zu Hause, aber die Verbandswechsel haben ihm höllisch wehgetan. Und da war die Frage, wie kann man diese Verbandswechsel schmerzfrei gestalten? Und wir haben dann einmal die intranasale Gabe auch gewählt, eine sehr elegante Form, dass man auch intranasal Midazolam und Ketamin für diese Verbandswechsel machen konnte. Da gibt es solche Applikatoren, die steckt man in die Nase und dann spritzt man 1 Milliliter Ketanest in das eine und 1 Milliliter Midazolam ins andere Nasenloch. Das ist für manche Patienten sehr unangenehm, das kann brennen. Manche tolerieren das relativ gut. Und bei ihm war das eine Möglichkeit, um diese Verbandswechsel wirklich schmerzfrei durchführen zu können. Das heißt, das soll verdeutlichen, dass es auch immer ein bisschen einen Einfallsreichtum braucht und man muss die Schmerztherapie auch immer der Situation anpassen, in der wir sie anwenden. Damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.